Willkommen bei den Experten. Hallo Nikolai. Hallo David, grüß dich. Nikolai, wir wollen heute über das deutschen liebstes Kind reden, das Auto. Ja. Die Aktien haben sich sehr unterschiedlich entwickelt dieses Jahr. In der Tat, Daimler in diesem Jahr schon plus 20%. Volkswagen hingegen leicht im Minus, obwohl man im Jahresanfang noch ein All-Time-High erreichen konnte. Da muss man aber natürlich auch ins letzte Jahr schauen. Dort konnte Volkswagen plus 40% zulegen, Daimler hingegen nur ungefähr 15%. Die Aktie von Volkswagen steht im Moment bei rund 172 Euro. Analysten sind recht positiv gestimmt. In der Tat, mehr als 70% haben die Aktie auf Kaufen gestuft. Durchschnittliches Kursziel 199 Euro. Da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Nichtsdestotrotz hat Volkswagen auch einige Probleme oder kämpft mit einigen Problemen. Und aus diesem Grund hast du uns ein Produkt mitgebracht, was eher für seitwärts tendierende Märkte geeignet ist. Ja, und zwar ein Diskontzertifikat, David. Bei einem Diskontzertifikat partizipiert der Anleger nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag, bekommt die Aktie, aber auch mit einem Rabatt. Und das ist bei diesem Produkt recht ordentlich. Und zwar beträgt der Rabatt 15 Euro zum aktuellen Aktienkurs bei einem Höchstbetrag von 165 Euro. Somit hat das Produkt eine Seitwärtsrendite von ungefähr 12%. PA. Das heißt, bis zum Laufzeitende im Dezember ungefähr 5,5%. Nikolai, nichtsdestotrotz sind auch einige Risiken in dem Produkt enthalten. Kannst du dazu nochmal bitte und was sagen? Und zwar bekommt der Anleger natürlich nur diese Rendite von 5,5% bis zum Laufzeitende, wenn am Laufzeitende die Aktie über 165 Euro notiert. Sollte sie da drunter notieren, bekommt der Anleger die Aktie automatisch in sein Depot gebucht. Alles klar, vielen Dank Nikolai. Mehr dazu wie immer im Express Trends. Wir gehen in die Sommerpause. Auf Wiedersehen. Tschüss.